Ich finde den Booty von dem Taurus irgendwie auch ein bisschen komisch. Nein, sorry. I can't unsee this. Oh nee. Moin moin, herzlich willkommen liebe Freunde hier zu Folge Nummer 9 von Let's Play Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur und Pokémon Purpur. Und die aufmerksamen Zuschauer, die haben es schon bemerkt, wir sind hier wieder zu dritt in einer Lobby. Und das, obwohl wir gar nicht notwendigerweise gerade zusammen unterwegs sind. Aber bevor ich erkläre, warum mein Paar Mamo da schläft, egal, warum wir hier in der Lobby sind, was wir alle machen, möchte ich natürlich meine zwei Mitspieler begrüßen. Hallo ihr zwei, hallo Kevin, hallo Benny. Hallo. Grüße. Und wo immer ihr heute zuschaut, liebe Freunde, werdet ihr in den Genuss kompetitiven Aneinanderrangelns kommen, denn wir haben ja wieder eine Kampffolge geplant. Das ist herrlich, oder? Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir unsere Kräfte sozusagen miteinander gemessen haben. Und da ging Benny als klarer Sieger hervor. Ich weiß nicht, ob sich das heute groß ändert, aber wir haben so alle das Gefühl gehabt, dass wir mal wieder ready wären, uns gegenseitig zu testen. Wir haben ja auch alle so ein bisschen andere Teams jetzt. Und das wollen wir natürlich gucken, ob das was gebracht hat oder ob sich dadurch was im Kräfteverhältnis verschoben hat. Wir werden das Ganze ein bisschen anders machen als letztes Mal. Da haben wir ja, oh Gott, ich bin ins Wasser gefallen. Da haben wir ja einfach die Level so gelassen, wie sie sind. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das alles auf Level 50 normieren, damit es einigermaßen fair wird und niemand, der sich hier durch den Grind unterwegs einen Vorteil verschafft hat, irgendwelche irgendwie besser klarkommen. Deswegen, das Ganze wird Level 50 sein und wir starten jetzt auch relativ direkt rein, wenn ich mit meiner 2-Stunden-Anmod fertig bin, damit die Folge nicht wieder eine Stunde lang wird. Ja, ich weiß, mir ist das Paradoxon selber aufgefallen. Den ersten Kampf werden Kevin und ich bestreiten. Das heißt, der gute Benny nimmt euch jetzt mit in die Bulladin-Arena, glaube ich. Also, falls ihr Bock auf einen Arena-Kampf habt, dann guckt mal bei Benny rein. Und wenn ihr Bock auf einen richtigen Kampf habt, dann bleibt ihr bei Kevin und mir. Oh, toxischer Eisenkarte, Mensch. Ja, ne? Ach, Leute, schön. Okay, nee, ich wünsche dir viel Erfolg, Benny. Sehr viel Erfolg. Euch beiden in der auch Arena. Einen schönen Kampf. Super. Danke. Ja, sagen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, denke ich. Alles klar. Tschüssi. Ciao. So, ich lieber Kevin. Ich habe schon mal einen Fastboot festgelegt. Okay, was? So, ich bin ein bisschen spät. Ihr habt noch ein bisschen was von den kurzen Kampfvorbereitungen mitbekommen. Ich, bevor ich in die Bulladin Arena gehe, habe noch einige Sachen, die ich euch mitteilen oder mit auf den Weg geben will. Denn ich habe während des Offscreen habe ich ein bisschen weiter gespielt. Ihr seht es, ich sehe ein bisschen anders aus. Ich habe mich hier ein klein wenig angepasst. Ich habe mich auf so zwei schöne Farbtöne festgelegt. Ich bin und lila und grün. Das sind so die beiden Farbtöne, die ich versucht habe miteinander zu kombinieren. Ich weiß nicht, ob das lange Bestand hat oder ob ich das vielleicht wieder abändere. Momentan bin ich relativ zufrieden damit. Ist ein bisschen weird, ist ein bisschen quirky, möchte ich mal sagen. Aber die viel größere Änderung gibt es in meinem Team. Denn als ich Offscreen gespielt habe, habe ich auch ein paar Raids hin und wieder mal gemacht. Das hatten wir gesagt, ist Offscreen für uns erstmal so fein. Und bei den Raids oder auf dem Weg zu den Raids ist mir ein weiteres Pokémon hineingeflattert. Nachdem, wer ist nochmal? Voltrian, das letzte Mal in den Team bekommen ist, gibt es jetzt ein Granowitz. Das ist war aus der letzten Generation aus Schwert und Schild und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich nur neue Pokémon mit reinnehme. Aber wenn ihr den Bericht guckt, guckt es euch an. Es ist shiny, ein shiny Granowitz. Da gab es eigentlich keine zwei, musste ich nicht groß drüber nachdenken. Shiny Granowitz musste ich unbedingt mit ins Team aufnehmen. Dafür ist jetzt auch mein Voltrian leider wieder aus dem Team verschwunden. Aber ganz ehrlich, es ist ein shiny Granowitz, das muss ich dann halt doch reinnehmen. Ich hätte es gerne gehabt, dass das im Kamm oder im in der Folge selber oder in einer Folge selber da auftaucht und ich einen Shiny so in der Folge fangen kann. Leider ist es nicht so passiert, aber trotzdem bin ich froh, das Granowitz bei mir im Team zu haben. Und ihr habt es noch das Weitere gesehen. Ich habe auch in der Pause dazwischen mir ein Wassertauros gefangen. Das war ein weiteres Pokémon, was ich auch so in mein Team mit aufnehmen wollte. Und das befindet sich hier in der östlichen Zone, hier unten überall, da wo ich das letzte Mal schon war.
bei dem Versteck des Teams da und ich gesagt habe, das finde ich hier nicht, aber dann ist mir aufgefallen, ich finde es halt doch da. Und die Sache ist, oder die Krux bei Taurus ist, dass das relativ selten auftaucht. Und das hätte ich euch in der Folge nicht zumuten wollen. Denn ich hätte da locker eine Dreiviertelstunde, ich habe locker eine Dreiviertelstunde für das Taurus gesucht. Deshalb, wie gesagt, das wollte ich euch jetzt nicht zumuten, dass ihr das miterleben müsst. Deshalb habe ich das außerhalb der Folge gefangen. Und es ist jetzt Teil meines Teams geworden. Damit können wir jetzt auch in die Boladin-Arena starten. Also nicht mit dem Taurus, weil der hat Pflanzen-Pokémon. Da wird, denke ich mal, mein Kranowitz die Hauptarbeit erledigen. Aber ja, wir werden uns direkt in den Arena-Kampf stürzen. Ohne große Umwege. Wir haben das in der letzten Folge haben wir uns ja um die Sonflora gekümmert, die in Boladin verteilt waren. Und sind jetzt eigentlich nur noch mit dem Arena-Kampf beschäftigt. Ich denke mal, der sollte relativ schnell gehen. Mit meinem tollen Kranowitz. Oh. Sheesh. Das hat Style. Ich heiße Kolzo und bin ein Künstler, der sich auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert hat. Außerdem bin ich der Arena-Leiter von Boladin. Ich habe deine Arena-Prüfung von der Windmühle aus beobachtet. Die ich gleich mal drauf gucken soll. Interessant. Diese Scharfsicht, mit der du diese Flora aufgespürt hast. Wahrlich avantgardistisch. Ich hoffe, dass du diesen Sinn für Ästhetik auch im Kampf demonstrieren wirst. Es ist an der Zeit, ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Bist du bereit? Lassen wir unsere Kreativität freien Lauf. Machen wir. Auf geht's, Kranowitz, mein neues Lieblings-Pokémon. Grauschleier übrigens, das hatte ich gar nicht gesagt. Es trägt den Namen Grauschleier. Einfach nur, das ist auch irgendwie mal ziemlich straightforward, das ist halt grau. Mehr ist halt nicht dabei. Aber ich fand den eigentlich ziemlich cool. Deshalb habe ich mich dann doch dafür entschieden, wenn ich versuche hier ein bisschen das Grieselige aus meiner Facecam rauszunehmen. Entschuldigt bitte. Und ich denke, wir können auch gleich auf den Pflücker gehen. Und das Lil Mini mal kurz One-Hit-KO. Und ich bin ja auch wirklich gespannt, wie der Kampf zwischen Matze und Kevin ausgehen wird. Ein Olimi. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist zwar nicht gerade klug, aber ich glaube, ich werde für das letzte Pokémon mein Taurus in den Kampf stecken. Einfach nur, um das mal zu featuren. Und sonst wäre der Kampf auch ein bisschen so einfach. Ein Mogelbaum, der Kunstwerk hat Potenzial. Lass es uns gemeinsam vervollständigen. Das hatte ich, glaube ich, in dem letzten Arena-Kampf schon gesagt. Ich finde es ziemlich cool, dass die Arena-Leiter jetzt nicht immer nur Pflanzen-Pokémon haben, sondern quasi normale Pokémon, die sie dann mit den Terra-Typen in diese Pflanzen-Pokémon verwandeln. Oder die jeweiligen typenspezifischen Pokémon. Und ihr seht hier auch den Spitznamen von meinem Taurus. Es nennt sich Martoro. Ein bisschen anders, ja, eigentlich auch wieder ziemlich straightforward. Es ist Mar für Meer und Toro für Stier auf Spanisch. Also basically Meeresstier. Gut, Wasserstier hätte vermutlich besser gepasst. Gebe ich zu, ja, aber irgendwie war Martoro dann irgendwie ein bisschen besser als Aquatoro. Das klingt ein bisschen gut. Okay, Wegbereiter. Ah, okay. Mein Taurus tankt das wie nichts. Ich kann noch. Stimmt, der Angriff ist auch auf minus 1. Ich glaube, ich kann nicht nochmal auf den Protzer gehen. Ich kann mal schnell meinen Angriff und meine Verteidigung boosten. Ich glaube, dann sollte das Mogelbaum eigentlich nicht viel mehr machen. Es ist zwar jetzt vermutlich schneller als ich, aber ich denke mal, dem Doppelkick Martoro wendet sich ab. Wird Zeit, dass wir den Arena-Orden bekommen. Mein Martoro hört nicht auf mich. Es ist auf Level 26, das sehe ich gerade. Das wollte ich eigentlich noch nicht einsetzen, aber
Ich hoffe mal, das reicht dann. Dass wir die Pokémon bis Level 30 haben, weil sonst kann ich das Pokémon leider auch in dem Kampf gegen Matze und Kevin nicht einsetzen. Was mir dann nicht gehorchen wird. Aber so gut gemacht. Tauros. Ich finde den Booty von dem Tauros irgendwie auch ein bisschen komisch. Nein, sorry. I can't unsee this. Oh nee. Welch avantgardistischer Kampfstil. Welch künstlerische Taktik. Die Abfolge der Attacken, die Auswahl der Pokémon. Deine Strategie wird perfekt bis ins kleinste Detail. Wenn dieser Kampf nicht als wahre Kunst bezeichnet werden kann, dann ist nichts auf der Welt dieses Titels würdig. Du hast meine Herausforderung makellos gemeistert. Als Beweis deines Erfolges überreiche ich dir deine Erinnerung. Diesen Moment sollten wir mit einem Erinnerungsfoto verewigen. Pokémon bis 30, leichter fangen und gewisse Gehorchende stets. Dodge the bullet there. Einem so begabten Trainer wie dir möchte ich auch mein Lieblings-TM schenken. Du erhältst TM20 Wegbereiter. Der Anwender greift an, als würde er so im Gras hervorspringen. Mit wendigen Schritten erhöht er seine Initiative. Das ist echt gut. Die Inspiration, sie sprudelt gerade nur aus mir heraus. Die Gunst der Stunde will genutzt sein. Entschuldige, aber ich muss mich sogleich an mein neues Werk setzen. Gut, damit haben wir den Arena-Orden, der innerhalb von 5 Minuten mal eben so kurz weggesnickert. Verzeihung, aber bist du etwa der berühmte Ben? Hallo. Nemila hat erwähnt, dass es einen vielversprechenden Neuling gibt. Ach, entschuldige bitte, dass ich dich so einfach anspreche. Ich sollte mich erstmal vorstellen. Mein Name lautet Xenius. Ich bin ein Mitglied der Top 4 der Pokémon-Liga und unterrichte Kunst an der Akademie. Ich würde wirklich gern mehr über deinen Beweggrund erfahren, Ben. Was bewegt dich dazu, Arena-Orden zu sammeln? Warum möchtest du Champ werden? Eine Freundin hat es vorgeschlagen, ich möchte meinen Schatz finden, einfach nur so. Nö, ich möchte stärker werden! Ich möchte der stärkste Trainer aller Zeiten werden! Und ich möchte auf allen Wellplayed Champ werden. Auf diese Frage gibt es eigentlich keine richtige oder falsche Antwort. Das stimmt. Wie heißt es doch so schön? Alle Wege führen zum Schlund von Paldea. Wusstest du, dass deine Freundin Nemila der jüngste Champ in der Geschichte Paldeas ist? Möglicherweise verbirgt sich in dir das gleiche Potenzial wie in ihr. Ich denke auch. Ich glaube, wir haben auch mehr Potenzial. Wenn du nach dem Champ-Rang strebst, wirst du mir früher oder später im Kampf gegenüberstehen. Ich kann dir nur empfehlen, lang und hart zu trainieren. Dann hast du selbst bei einer Niederlage nichts zu bereuen. Oh, und du bist natürlich auch jederzeit in meinem Kunstunterricht willkommen. Ja, er ist auch Lehrer, natürlich. Gut. Ich würde auch gleich mal sagen, wir bringen Wegbereiter mal unserem Trickcat bei. Samenbomben. Wir haben die Kehrtwende. Ich glaube, das tut's auch erstmal. Aber. Ich überlege, ob ich Wegbereiter vielleicht meinem Tauros beibringe. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß wirklich nicht, ob das gut ist. So, Felswurf. Reflektor wäre vielleicht nicht schlecht, um das meinem... Oder um das generell jemandem hier beizubringen. Weil ich sortiere erstmal nach Alphabet, weil sonst komme ich hier durcheinander. Donnerzahn, Eissturm, Felswurf, Skill, Grasfeld. Nee, ich glaube, ich bleib dabei. Was könnte ich denn mit Pflanzenattacken? Könnte ich damit irgendeine Schwäche von Tauros nochmal ausgleichen? Eigentlich ja nicht, ne? Ich hab's zwar eigentlich im Kopf, aber wenn ich das jetzt so runterrattern muss auswendig, das ist ein bisschen peinlich. Aber wenn ich das, wie gesagt, immer so runterrattern müsste, dann
ich bin da nicht sicher. Boden und Gestein, das ist egal, ja. Und Wasser. Aber honestly, ich weiß nicht, ob das besser als Kopfnuss ist. Hm. Nee, ich glaube, ich lasse es. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. So, Säurespeier, Sandsturm, Regentanz, nee, Raub. Na. Nee, auch das glaube ich nicht. Protzer kann, hat's schon erlernt. Metallklaue braucht meine Balündes nicht. Kugelsaat ist auch nicht gut. Hußkick eigentlich auch nicht wirklich. Nee, ich glaube. Höchstens Aeroas für mein Grauschleier. Aber da müsste ich mal gucken, ob Pflücker wirklich so viel schlechter ist. Na, 100% reicht mir ehrlicherweise auch aus. Da muss ich das jetzt nicht einsetzen. So, nee, ich glaube, wir können so reingehen. Ich habe jetzt nichts, was ich konkret besser machen könnte oder was ich meinen Pokémon beibringen kann. Ich kann am Kunstkurs teilnehmen. Cool. So, die Frage ist, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil die beiden müssen ja bald fertig sein eigentlich. Und groß was anfangen möchte ich jetzt ja eigentlich nicht mehr. Mein Stretch Goal habe ich erreicht. Das ist jetzt der Arena-Kampf für heute. Gut, das war eigentlich kein Stretch Goal. Das war eigentlich ziemlich straightforward. Ich glaube, wir gehen einfach zusammen einmal in der... Oder, Moment, was mache ich denn überhaupt als nächstes? Gehe ich vielleicht? Ich denke mal, ich werde in die westliche Zone gehen und den Flugherrscherorden machen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, wir können uns an den neuen Herrscher wagen. Werde ich hier zeigt gleich noch meinen Eistee vernichten. So, dafür müssen wir in die westliche Zone. Und ich hoffe mal, ich schaffe es noch, das Pokécenter hier drüben zu erreichen. Ich glaube sogar, ich würde da als allererstes mal hindüsen und danach auf Erkundungstour gehen. Ja, wobei, ich kann auch einfach auf Erkundungstour gehen. Beziehungsweise hier den ersten Pokémon-Trainer vernichten. Ich glaube, ich hatte noch sehr selten mit meinem Flatutu gekämpft. Oh, ich habe schon gegen den gekämpft. So, was haben wir denn hier alles? Ein Wuffes. Oh. Stimmt, das habt ihr, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ich habe ja auch gesagt, ich habe einige Raids gemacht. Das heißt, ich habe auch einige Pokémon gefangen. Einige sehr lustige Pokémon sind da auch mit dabei. Ein Potogel zum Beispiel. Ich weiß jetzt, ich werde vermutlich trotzdem mein Garnovil jetzt hier im Team behalten. Einfach nur, ja, weil das jetzt die ganze Zeit im Team war. Hallo. Penny. Grüßen. Wie lief denn dein Arena-Kampf? Oder bist du noch dabei? Ziemlich straightforward. Ich war noch 5 Minuten fertig. Okay. Klassischer Benny. So, muss ich jetzt eigentlich mein Charakter-Teil wieder aufladen? Es war ein Wechselbad der Gefühle, sag ich mal. Okay. Am Anfang sah es sehr nach einem Kantersieg für mich aus. Dann hat zwischendurch aber Kevin wieder gut was rausgeholt. Mhm. Aber am Ende habe ich trotzdem gewonnen. Mhm. Also es war nicht mehr drin. Also. Sein Full Intente hat mir tatsächlich nochmal ordentlich eine verpasst. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich habe schon zu Matze gesagt, mein Problem ist halt, dass ihr viel mehr entwickelte Pokémon habt als ich. Und da ist auch das ein Level ist wirklich egal. Ein Problem bei Kevin, dass er halt noch viele Basis-Pokémon im Spiel hat, ich denke. Ein entwickeltes. Matze hatte 3, ich weiß nicht, wie viel du hast. Auch so 3, 4 oder so. Also, das ist echt schwer, da irgendwas zu machen. Das stimmt. Wenn ihr halt schon alle durch, letzte Entwicklung, Level 50 jetzt, deswegen ist ja, auch durch die Arena gespielt. Ja, ich bin zweimal durch. Ich bin Secretly schon Champ geworden hier. Ich mache einfach nur mal mit, ich bin quasi wie eine Mida. Wer wird denn jetzt als nächstes? es ist mir gleich. Also wenn sich niemand... Okay, dann lass mal Benny die Entscheidung gewinnen. Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Ja.
kriegen wir den Whisky. Der Sieger der keine Entscheidungen treffen. Das ist jetzt egal, du triffst jetzt die Entscheidung. Moment, warte mal, ich muss mal einen kurzen Abzähl rein. Okay. Betreten eine Stille. Matze. Okay. Ach so, ich dachte, ja, cool, aber ich dachte... Was? Nee, ich spreche dir doch nicht laut aus. Das ist mein Abzählreim. Du hast einen eigenen Abzählreim? Ja. Okay, wie viele Abos, damit wir den hören? Den hört niemand. Oh, komm schon. Sorry. Straight forward denied einfach. 2K? 5K? 10K? Komm, irgendwie, jeder ist käuflich. Jeder hat einen Preis. Jeder hat einen Preis, Ben. Jeder hat einen Preis. Mal sehen. 5K. Nee. Okay, 2K. Also ihr müsst jetzt einfach mal subben und dann werden wir es sehen. Genau, irgendwann werde ich das droppen. Keine Angst, ich werde es schon irgendwann mal droppen, aber jetzt noch nicht. Okay, gut. Lasst euch dann einfach überraschen. It's Benny and Matze time, würde ich sagen. Kevin, was auch immer deine Pläne sind, wir wünschen dir maximale Erfolge dabei. Lassen dich jetzt hier in der Lobby zurück und werden uns mal hochbegeben ins Kampfstudio. Jo. Tschüssi. Ciao. So. Was? Was sag ich für einen Insider verpasst? Ich gehe hoch ins Kampfstudio und sage, so. Und der hoch, so. Ja, und ich habe ein bisschen länger gebraucht. Weil das Bob mich noch gefragt hat, ob ich wirklich den Channel wechseln will. Herrlich. Schön. Na, so. Hast du schon eine Kampflobby offen? Oh, jetzt bin ich von meinem Provider abgestiegen. Das wollte ich noch gar nicht. Dafür müssen wir ins Poképortal gehen und ich glaube, ich glaube, wir müssen nur nach einem Einzelkampf ohne ein Passwort, oder? Kevin hatte ein Passwort festgelegt, weil wir ja online sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich mache eins. Bist du oder soll ich? Okay, gut, dann 0, 8, sag mir dann einfach. 10. Echt jetzt? Achso, du hast es selber festgelegt. Ja. Ja, ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie generiert, das wäre voll witzig gewesen, aber so ist es. Nee, es ist halt einfach mein Go-To-Passwort. Merk schon. Ein Gegner wurde gefunden! Oh, ich habe jetzt gar nicht nochmal meine... Ach, ich kann ja die Reihenfolge noch bearbeiten, ne? Ja. So, welche Regeln hattet ihr? Strenge Regeln oder... Oh, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass es so 50 genormt war. Ansonsten weiß ich nicht, was da Unterschied ist. Achso, die normale Regeln vermutlich. Mindestens Level 50, sonst werden sie abgescaled. Besondere Pokémon erlaubt, doppelte Pokémon erlaubt, doppelte Items erlaubt, Pokémon-Anzahl 1 bis 6. No. Ich kämpfe jetzt mit meinen 6 Radfratz mit Blendpuder, pass auf. Ah, die 4-Strategie. Okay, Matze, die 4-Strategie, falls sie dir das sagt. Ja, die sagt mir tatsächlich was. Ist aber ziemlich, also wenn man sie weiß, ist sie gut zu countern. Man muss halt was vorbereitet haben, um sie zu countern. Das ist ja, so, man muss wissen, wie man es countern kann. Ja. Oh, Matze hat einen Suelord. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das hatte Ben. Ich sehe dein Tafogita und habe auch keinen Bock mehr. Ich mag Tafogita, meine Balütis. Mm. Du trittst jetzt übrigens gegen 2 neue Pokémon an. Ja, ich habe es gesehen. Das Ganubi ist mir aufgefallen und ich glaube, Tauros war beim letzten Mal auch noch nicht dabei, ne? Tauros auch nicht. Das habe ich gewagt. Das Ganubier war tatsächlich schon länger in meinem Team. Ich glaube, das hatte ich mal relativ früh aus dem Raid bekommen. Okay, aber das hast du zumindest beim letzten Kampf noch nicht dabei. Nee. Ich weiß nicht. Ist das ein Bug oder ist das normal bei Suelord? Was? Dass man den Boden kurz... das ist normal. Also, dass man durch den Boden klippt, ne? Das ist sehr effektiv und macht so wenig Damage. Oh. Junge. Sorry. Wie viel Luck musst du schon wieder haben und mit einem Psych? Was ist die Chance? 10%? Wow. Einfach wow. Es fängt gut an. Das ist aber wieder so dieses klassische Benny-Ding, ne? Also du hast auch das letzte Mal schon, dass ich zweimal zurückgeschreckt bin. 10%, ja. Wobei 10%, man sagen muss, geil. Es hat keinen Ausschlag gemacht. Also es hat mir nachher geguckt. Nee, das stimmt. Aber es hat mich trotzdem 2 Züge gekostet, die wertvoll waren. Das stimmt. Okay, ja, mach halt dein Ding. Zieh's durch. Ja, das wollte ich eigentlich auch schon viel eher machen, aber die Verwirrung lässt ja nicht. Das wirft mich jetzt schon wieder in meinem Plan weit zurück. Okay.
Rauscher. Mein Herr, wenn die gibt dann auch so Namen, da weißt du nicht, was als nächstes kommt. Okay, ich muss zugeben, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Ich weiß ja, dass es hart ist. Also, dass du es gefangen hast, hast du uns ja erzählt. Aber ohne Witz, es ist einfach so ein schönes Pokémon. Ja, das stimmt. Es ist wunderschön. Ja. So, das ist natürlich jetzt. Ich muss kurz überlegen, tatsächlich. Ich vergesse immer, wie extrem viel Spezialverteidigung dieses Zoolord hat. Das ist böse. Ja, so. Ich habe schon zu Kevin gesagt, ich glaube, Zoolord ist ein unterschätztes Pokémon. Mhm. Gerade jetzt in den Stadtgebieten ist es ziemlich stark. So, die Frage ist, bin ich schneller? Wahrscheinlich ja. Ich lasse es mal also, drauf ankommen, glaube ich. Es ist, glaube ich, ziemlich schnell. Mhm. Schnell genug, glaube ich. Ja. Das ist halt das Problem mit, also das ist das gleiche Problem, was auch Kevin hatte, dass du gegen ein entwickeltes Pokémon bist du immer zu langsam. Mhm, das stimmt. Und es macht halt auch wenig Schaden. Ja. Am Ende. Das kommt noch dazu, ja. So, da feature ich mal mein anderes neues Pokémon. Aber das kann man tatsächlich erkennen. Martoro. Ja. Meins heißt in einem anderen Play Tauro Negro. Okay. Oh, du hast sogar das Wasser Tauros. Ja. Das ist natürlich mega nice. Da habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde danach gesucht. Mhm. Aber das ist es wert. Jetzt ist die Frage, wer ist hier schneller? Ist Tauros, hat das eine gute Initiative? Ich hoffe nicht. Ah gut, scheißegal, ne? Oh, okay, nice. Wow. Wow, das hat ja literally überhaupt nichts gemacht, ey. Ist halt negativen Schaden gemacht. Also da war ich jetzt ein bisschen unterwältigt davon, muss ich zugeben. Aber ich muss sagen, deine Giftspitzen sind so nervig. Ich kann ja, halt das nicht mal ein auch sein. Sinnvolles Setup fahren. Ich war mir auch nicht sicher, ob du gegen die Entry Hazards schon was gemacht hast oder nicht. Hat es kein Hazard? Oh, okay. Nee, es ist tatsächlich ein anderes Zoolord. Oh, okay. Es ist nicht das Zoolord, was ich mit hatte. Es hat nämlich Terra-Typ Stahl. Aber ich habe leider noch keine Stahlattacke dafür. Deswegen. Aber ich habe gerade selber vergessen, dass es ja dann sehr effektiv ist. Ah, schwierige Sache. Pa-mo-ha-mo-ha-mo-ha-mo. Ich mag es. Ich auch. Ich finde, das ist echt ein richtig cooles Vieh. Also, theoretisch bräuchte ich einfach nur einen Tank, der die Spitzen runterregeln lässt. Aber du hast ja den Vorteil, dass durch die Verwirrung konnte ich es auch nur einmal auslegen und nicht zweimal. Ja, gut, das stimmt. Das ist schon mein. Das ist schon ein großer Vorteil für dich. Und du hast natürlich deine Stahl-Pokémon, die auch gegen Pamomomamomamo oder generell gegen mein Team sehr viel ausrichten können. So, wäre cool, wenn es jetzt mal paralysiert wäre, aber was bin ich schon? Touché. Aber der große Nachteil an Schaufler ist genau das. Ne? Ja. Das ist der große Nachteil an Schaufler, deswegen. Ja. Also, wenn man Flug-Pokémon zumindest im Team hat. Oh, ja, ja. Ja, aber du kannst es immer noch gegen irgendeins, wogegen halt Boden gerade mal nicht sehr effektiv ist. Was ja auch schon mal ein Vorteil ist. Aber ich bin zumindest deinem Diebeskurs ausgewichen, was ja auch schon viel wert ist. Okay, macht mehr Schaden. Komm, paralysier's! Ach, du Bastard! Ah, Rückenwind, das ist natürlich auch mies. Das sind so die Attacken, die man im normalen Playthrough eigentlich fast nicht verwendet, ne? Ja, weil man es halt einfach nicht braucht. Genau. Überbrückung. Die Fähigkeit habe ich auch keinen so wirklichen. Selten. Das ist so eher gimmicky, glaube ich. Ja. Eieiei, das hat mich auch.
Ja, damit ist basically mein ganzer Fortschritt wieder zunichte hier. Nee, es hat Damage gemacht. Ja, ganz großartig. Ich meine, oh, guck mal, der hat ein Pflaster auf seinem Hammer. Die ist ja süß, die Band. Ja, voll süß. Das macht nicht so viel Damage, wie ich überhaupt hatte. Nee, Diebeskuss ist tatsächlich nur sinnvoll, wenn es sehr effektiv ist. Und der Rückenwind hält halt nicht wirklich lange. Ja, das stimmt. Das ist, bin ich auch ganz froh, dass der jetzt wieder vorbei ist, weil ich glaube auch Tentagra ist ein nicht sehr schnelles Pokémon. Doch, so. Ich habe noch kein einziges von dir besiegt, ne? Noch nicht ein einziges habe ich besiegen können. Ist mir ein Rätsel, wie es weitergeht soll. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen overpredicted, ich weiß es nicht. Oh ja, hab ich. Schade. Ja, das hat nicht so viel gemacht, aber das war jetzt auch nicht so der ultimative. Mal gucken, ob ich jetzt overpredicted habe. Glaube nicht. Naja, nee, ich glaube auch nicht. Also, es kommt drauf an, was du jetzt reinbringst, aber Ganoville, das ist Unlichtboden. Okay. Mal sehen, wann ich das Ganoville austauschen kann. Ich glaube, das dauert noch. Wow, das macht trotzdem viel Schaden. Wieso denn trotzdem? Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich gedacht, das ist nicht sehr effektiv. Ach so. Oh, dein Tentagra, ey. Ich hab jetzt keinen Bock, dass du ich. Könntest du mir da auch mal, ey. Ja, ich ein schönes Grundleuchter-Tentagra. Das ist halt wieder sowas, wo ich sage, der Terra-Typ ist eigentlich gut, um sich zu verteidigen, aber es lernt halt keine Feuerattacke, was ein bisschen schade ist, um es halt offensiv zu nutzen. Aber es ist ganz gut, um so eine Attacke wie vorhin halt abzufangen. Mhm. Hier. Auf dieses Vieh habe ich halt keinen Bock. Ich glaube, so extrem stark ist es. Abgesehen von... Jetzt muss ich mal... Es ist halt ultra schnell, ne? Warte, ich bin verwirrt? Nee, okay. Das wäre jetzt echt insane gewesen. Hast zwar nicht mehr viel Leben, aber ein bisschen was würde ich noch mitnehmen, wenn es geht. Aber hey, ich bin schon immerhin so zufrieden, dass ich jetzt ein, zwei Punkte von dir besiegt habe. Das sah ja zwischendurch echt... Das sah jetzt nicht gut aus, aber das hast du echt gut hinbekommen nochmal. Vor allem, weil meine Pokémon auch echt ein bisschen angeschlagen sind. Also ich hätte nicht gedacht, dass es Tentagra ist, was das Ruder jetzt rumreißt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht mehr genau, was du an Pokémon hast. Das ist gut für mich. Du hast noch dein... Ah, ich weiß es nicht. Ich würde es ja sagen, wenn ich gerade selber nicht auf dem Schlauch stehen würde. Ich kenne mein Team voll gut und so. Wir sind so. So, das ist natürlich... Ah, oh, bitte sei schnell. Bitte sei schnell, Tentagra. Komm schon. Sei ein richtig blazing fast Overlord. Verdammte Axt, ich hab vergessen, dass es eine Bio-Attacke hat. Stimmt natürlich. Danke, dass du es gesagt hast. Ich hab halt währenddessen noch... Also du musst dir angewöhnen, nicht irgendwas zu sagen, weil ich hätte halt überlegt, ob ich overpredict oder predict, ob du es rauswechselst oder so. Ja, ja, okay. Das und hab dann gedacht, gehe ich jetzt auf der Wasserdüse? Vielleicht sollten wir für Kämpfe einfach, in andere Channels gehen, jeder Versuch. Ich bin eine Redenatur, das weißt du. Das kommt mir jetzt. Ich glaube schneller als dein paar Mamo. Ich jetzt overpredicte. Wow, ja, echt? Das reicht? Hä? Das hat mich jetzt auch überrascht, dass eine Wasserdüse ausreicht, um ein paar Mamo. Ich dachte auch, es wäre nicht effektiv. Das Wasser gegen Elektro nicht effektiv. Oh Gott, ich komme manchmal echt durcheinander. Ja, es ist wild, ne? Das Spiel ist seit wie vielen Jahren und ich komme immer noch durcheinander. Na ja, gut, kann ich wenigstens noch eine Wasserdüse machen. Es sei denn, du gehst auf den. Ich
Ja. Nee, du hast mitten im Satz aufgehört, weil ich hatte den Eindruck, dass du dich nicht verplappern willst. Nee, ich dachte, du gehst halt auch eine Prio-Attacke, aber... Bikrik hat keine Prio-Attacke. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt eins mit Prio habe, tatsächlich, ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass Mikrik irgendwas reißen wird. Ja, es ist halt mickrig und nicht schnell und nicht stark. Es ist halt einfach kleiner Käfer. Ach ja, den gibt's ja auch noch. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was dein letztes Pokémon ist. Das ist echt du solltest es wissen. Also du solltest es definitiv wissen. Ist das Zulord? Hab ich das noch? Nee, das hast du auch schon gesehen. Echt? Ich weiß es nicht. Was hast du? Ich werde es jetzt gleich also, finden. Also, es ist mega obvious, was mein letztes Pokémon ist. Ich dachte, das hätte ich schon besiegt. Nee, das habe ich rausgenommen. Oh. Oh. Ist das noch nicht? Das ist noch nicht Typ Stahl. Erst als Kramor wird es Typ Stahl, ne? Ist das so? Du hast ja noch drei. Ja. Du hast ja noch drei. Ha, ja, RIP ich, ne? Das schafft Lococo tatsächlich nicht. Kann ich schon jetzt sagen. Das reicht nicht. Ach ja, das kannst du ja auch noch machen. Richtig. Es sollte schneller sein, glaube ich, als dein Lococo. Ich weiß aus meinem Playthrough, dass es nicht unbedingt das schnellste Pokémon der Welt ist. Lococo oder? Mhm. Achso, ja, es ist halt bulky, dafür nicht sehr schnell. Aber ein Pflücker ist. Doch. Wow. Es macht zum Glück nicht wieder. Ich sage, es ist bulky. Okay. Nee, da hätte ich vermutlich das anders machen sollen. Dann weiß ich nicht, ob ich noch durchkomme. Weil dann war es ein großer Fehler. Dann weiß ich nicht, ob was... Was wäre denn dein Plan B gewesen? Der Plan B wäre gewesen, mein Balündes, mein Tafogita in reinen Fehltypen zu verwandeln. Dass es zumindest nicht sehr effektiv ist, deine Angriffe. Ach so, ja. Trick Cat! Sick Cat! Ich liebe es! Nee. Lococo ist aber auch, ey. Lebt. Ich hab das Gefühl, dein Lococo sichert dir den Kampf am Ende noch. Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall gerade spektakulär spannend. Ich hätte mir merken sollen, was du alles noch hast. Wow. Oh, es hat gecrittet und okay, dann finde ich's gut. Dann Respekt. Nice. Glückwunsch. Oh, danke. Alter Schwede. Ey, damit hätte ich nicht gerechnet. Ohne auf Scheiß. Den Crit hätte ich echt nicht. Nee, ich. Zwischenzeitlich also. Auch nicht. Ich dachte, okay, das Lococo kriege ich tot, aber ich weiß auch nicht, was ich hätte anders machen können. Ich hätte halt einfach wissen müssen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass ich schon besiegt hätte. Aber war es ja ganz gut, dass ich es zurückgezogen habe. Ich habe nämlich überlegt, ob ich es mache. Dann hätte ich mir vielleicht okay. Mein Ganoviel aufheben sollen. Ich habe es zurückgezogen, als ich gemerkt habe, dass der Donnerzahn gegen deinen Tauros basically nichts gebracht hat. Das war der Moment. Ah, nee, Glückwunsch. So, danke schön. Gehen wir mal zu Kevin und überbringen ihm die frohe Botschaft. Ja, Botschaft. Nennen wir es für mich. Ja. Ich hab schon gedacht, also er müsste eigentlich über die 20-Minuten-Grenze weit drüber hinaus sein. Na, es ging ein bisschen länger als unser Kampf, aber ich glaube, die 20 Minuten haben wir nicht geknackt. Nee. Na gut. So. Mal gucken, ob ich jetzt. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Puffer, weil ihr seid ja jetzt dran. Mal gucken, ob ich noch das nächste Herrscher-Pokémon schaffe. Das würde ich, glaube ich, noch gerne machen. Ich habe tatsächlich gar nicht so vorgeprescht. Also. Was hast du denn gemacht, Kevin? Ich habe einfach nur noch ein paar Trainer abgeholt, das war's. Ach so. Ich habe überlegt, wenn ich die Arena mache, kann es sein, dass ich ein bisschen länger brauche, weil eben meine Pokémon noch nicht so gut sind. Und ach so. Bevor ich das riskiere, da rein zu grätschen, können wir noch ein bisschen grinden. Hab mir zwar kein Pokémon entwickeln können dadurch, aber naja. Wer hat denn jetzt gewonnen bei euch? Du wirst überrascht sein. Nee.
Lol. Nee, Matze hat gewonnen. Ja. Lokoko hat am Ende nochmal, also es war auch wieder ein Wechselbad der Gefühle. Es war echt knapp. Also das Krasse war, ne, Benny hatte noch Tafogita und ich hatte noch Lokoko. Mein Lokoko war im Roten. Benny, ist Wirbler eine Prio-Attacke? Nee, das ist schneller. Okay, dann war es schneller. Es hat Wirbler gemacht, hat gekrittet und ich hatte noch 5 KP übrig. Aber ich bin froh, weil mit dem Crit hätte ich auch ungern gewinnen wollen. Warum hast du den Wirbler gemacht? Weil ich sonst nur eine Feen- und eine Stahlattacke hatte. Oh, okay. Ich muss mir das gegen das Lokoko überlegen. Ich habe zwar eigentlich 2 gute Typen dagegen, aber irgendwie waren die anderweitig beschäftigt. Weißt du, wer mein Carrier war im Kampf, Kevin? Nee. Mein Tentagra mit Feuer. Terra-Typ. Loi. Das, was ich an Play Instant rausgenommen habe. Genau, das. Aber ich habe auch mein. Also bei dir habe ich ja mein Pflanzenknarrbohnen kristallisiert. Deswegen hatte mein Tentagra gar keine Zeit, sich zu entfalten. Also ich merke, ich habe halt eine Feuerschwäche im Team. Das ist ungünstig. Das kann zum Verhängnis werden irgendwann. Demnächst. Aber das Gute ist, Kevin ist, glaube ich, kein Feuerangreifer. Also vielleicht spielt er das in die Karten. Möglich, ja. Wir werden sehen. Das was werdet auch ein ihr. Guter Übergang ist. Theorie. Ja, ich weiß. Wollt ne? euch ganz leicht natschen. Dann wünsche ich mir da viel Spaß, Matze. Ne? Dankeschön. Viel Erfolg euch beiden. Gehen dann einfach Dankeschön. Mal. Ne? Ja, tschüssi. Ciao. Ah. Gut, dann sehen wir mal. Wie versucht wird, künstlich Spannung reinzubringen. Oh, Kevin, bitte geh nicht so ran. Tu wenigstens für die nächsten 20 Minuten so, als würdest du in den Kampf gewinnen nein, wollen. Nein! Also ja, mache ich, aber es ist nicht möglich. Das müsst ihr doch sehen. Also, ja, es wird schwer. Das ist nicht möglich. Also gerade am Anfang, finde ich, sind die Entwicklungen so extrem wichtig. Mhm. Später dann ist es nicht mehr so. Wenn du dreistufige Entwicklungen hast, dann ist das was anderes, wenn es die zweite und dritte, das ist noch möglich. Ja, aber da also selbst grade, da macht es einen großen Unterschied. Ja, ne sicher, ne? Also das ist deswegen, ich bin ganz entspannt. Wenn ich was raushole, dann bin ich glücklich und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Hast du ein Passwort? Ja, 1040, wie immer. Ja, aber ich habe auch ein Passwort gewählt. Nee, das ist mir jetzt egal. Nee, ist es dir nicht, weil ich muss halt mein Passwort trotzdem ändern. Ja, das ist richtig, aber damit wir zueinander nicht, finden. Sagen. Also ich wollte mich einfach durchsetzen, weißt du wie? Ja, es war mir schon klar, ich habe auch gar nicht die Anstalten gemacht. Ach, lass mich doch mal hier. Benny legt die Kampfregeln fest. Mach mal. Was, möchtest du einen Kampf verlassen? Nein! Warum willst du einen Kampf verlassen? Weiß ich doch nie. Das wollte. So, nee. Welche Kampfmusik nehmen wir denn? Ich mach mal Zufall. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Also, ich kenne die nicht. Ach so, naja. Blöd, ne? Spielst du nie mit Ton? Doch, aber ich weiß auch nicht, welcher. Ach also ich so. Weiß bei Nemila und Pepper nicht, aber Terra Raid zum Beispiel. Nehmen wir den da. Ich habe mir das jetzt erstmal durchgelesen, ne? Naja, das ist spät als Nemila. Boden, Wasser, ach, du ahnst es doch nicht. Eieieiei. Mamma mia. Ich glaube, ich fange mal mit dem an. Was es mir ein bisschen schwer gemacht hat, ist, dass ich mir wieder nicht gemerkt habe, welche Pokémon noch im Kampf drin sind und welche nicht. Das ist auch so eine Never-Ending-Story bei dir, ne? Naja, weil hätte ich gewusst, dass das Lokoko noch im Kampf ist, hätte ich vielleicht auch was anderes gemacht. Aber naja, mal sehen. It is what it is. So, ich bin fertig. Samesies. Gucken wir mal. Lutzenwasser mal. Also es wird doch übrigens eine Stundensache, ne? Ja, ist aber finde ich nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ist nicht schlimm, aber ich hatte tatsächlich was anderes erwartet. Okay. Natürlich wusste ich das. Ja, natürlich.
Alles andere wäre ja auch. So! Okay, du gehst raus. Schade. Balindis! Gehst du wegen meines Knuddlers raus? Höchstwahrscheinlich, ja. Was lustig ist, weil eigentlich hat es noch gar keinen Knuddler. Es hat es erst letztens erlernt. Da hat es nicht mal eine Feenattacke gehabt. Ich habe mir schon wieder nicht gemerkt, dass du ein Team hast. Das ist egal. Das ist doch alles nicht so wild. Ich habe auf alle Fälle ein Feuer-Pokémon. Das kann ich dir sagen. Ah, gut zu wissen. Danke. Und das ist jetzt aber nichts Besonderes, weil ich habe immer die Standardtypen, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Also Feuer, Wasser und Pflanze habe ich eigentlich immer in meinem Team drin. Und Elektro eigentlich auch. Das sind die ich immer vertrete. Habe ich eigentlich auch immer vorgehabt, aber irgendwie bin ich dann doch nicht dazu gekommen. Gucken wir mal, was du so Schönes machst. Ich weiß es nicht. Also es ergibt halt einfach keinen Sinn, eine Stahlattacke zu machen. Warum? Na, gegen welches Pokémon hast du eine Stahlattacke jetzt gemacht? Gegen das Feen-Pokémon, was du drin hast. Eine sehr effektive Stahlattacke. Ja, aber dass ich das rausnehme, ist ja offensichtlich. Ja, aber ich wusste nicht gegen was, deshalb. Deswegen, also, am naheliegsten wäre mein Knarrbon gewesen. Ja, aber dafür müsste ich wissen, dass du Knarrbon hast. Ich habe extra noch gesagt, ich habe ein Feuer-Pokémon. Ja, aber da habe ich ja schon ausgewählt, das bringt ja nichts. Ich wähle schneller aus. Naja. Sorry. Nee, ach, alles gut. Konnte ich nichts machen an der Stelle. Balindis. Da. Ich glaube, sie machen Stiere nicht, oder? Nee, es hat. Discord hat eh verschluckt, also hab ich. Ah, sehr gut. Gehört. Aber ich. Ja, dann hoffe ich aber mal. Aber Stiere machen trotzdem nicht so, ich bin mir sicher. Egal, was du getan hast, das ist. Stiere machen so definitiv nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich hoffe mal, es ist auch nicht in der Aufnahme drin. Wir nehmen Gott sei Dank nicht über Audacity auf. Das ist alles okay. Wirklich. Hast du eine Kampfattacke? Trotz dich. Ist halt auch gleich das nächste, ne? Ich habe weder eine Entry-Hazard-Attacke. Noch habe ich eine Boost-Attacke. Ich habe nichts in meinem Movement-Set drin. Also ich konnte auch nichts machen. Ich habe vorher geguckt. Ich habe wirklich gar nichts. Ich habe null Möglichkeiten. Also nee, du Setup, hast keinen Bronzer. Lass mich doch mal bitte ausreden. Aber das Nein war doch schon falsch. Ich wollte ja auch davon abweichen und sagen, gut, okay, das habe ich. Aber Entry-Hazards habe ich halt auch eine. Und auch nichts zum Entfernen von Entry-Hazards. Darfst mir nicht immer gleich reingrätschen. Ja, weil ich aber... Oh, halt schon nee, hör auf, mach jetzt eine Attacke. Nee. Das ist aber stark. Ist das auch plus 1, Kill? Ja, aber das ist aber stark. Naja. Ja. Who intended? Sollen mir keine vorwerfen, ich hätte es nicht versucht. I tried so hard and so. And you even got far. But in the end. It mattered. Because you mattered, Kevin. Oh, shit. Yo, 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 yo. Das ist aber auch ganz schön schnell, das Taurus, kann das sein? Es scheint nicht langsam zu sein. Ganz schön bulky, das Taurus. Cool! Das ist alles. Ja. Aber es ist ja auch auf plus 1 Verteidigung, Kevin. Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist schon richtig. Das ist schnell.
Alki macht Damage. Ja. Aber Kevin, wie gesagt, das wird sich irgendwann auch wieder wenden, das Blatt. Das ist. Oh, weißt du, was ich jetzt einwechsle? Nolini, Big Blatt wenden! Nee. Doch, doch. Wow, okay. Den konntest du noch gar nicht mein schönes Grauschleier sehen. Nee. Boah, wir schon so. Nein. Aber Düse. Also die Typen Tauros Feuer und Wasser sind schon cool. Die sehen auch nice aus. Aber die kannst du halt nicht nehmen, Kevin. Wie, die kann ich nicht nehmen? Weil die keine Entwicklung haben. Ja, das stimmt, aber sie sehen trotzdem nice aus. Das stimmt, deshalb, ich finde die halt auch richtig cool. Ich meine, es ist an sich ein schwarzer Bulle oder ein schwarzes Pokémon. Das holt mich an sich schon mal ab. Meine Güte. Boah. Ich habe echt gar keine Chance. Nicht wirklich, nee. Es ist halt, wie gesagt, wenn du die entwickeln oder wenn du dann so weit bist, dass du ein paar von denen entwickelst, dann. Aber das meine ich, ne? Deswegen, also es war nicht negativ von mir gedacht, sondern einfach realistisch. Ja, ja. Ich wusste wirklich, dass da nicht viel drin ist. Ich habe schon ein bisschen was versucht, aber. Naja. Ja, gut. Dann. Besuchen wir mal wieder Matze, würde ich sagen. Gehen wir mal zu Matze und ich glaube, der ist mit seinem Herrscher-Pokémon noch gar nicht fertig. Ich denke auch nicht. Oh, mal gucken. Na, wie sieht's aus, Matze? Ich esse gerade ein Sandwich von Pepper zubereitet. Ah, du hast es geschafft. Respekt. Ein Quickie sozusagen. Ein Quickie. Aber jetzt kommt bestimmt gleich wieder Coraidon und will die Hälfte von meinen. Das war so klar, ich kann ja nicht mal in Ruhe essen. Ich glaube, 5 Minuten oder so haben wir gebraucht, ne? Wenn überhaupt. Es ging tatsächlich, es ging schneller, als ich erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Wer hat denn gewonnen? Ja, also, ich konnte wirklich gar nichts machen. Hm, okay. Also, Benny hat mit seinem Tauros einmal Protzer gemacht und dann hat es sich erledigt gehabt für mich. Da bin ich echt froh, dass ich bei Benny keinen Protzer abbekommen habe vom Tauros. Das hätte mir auch Probleme bereitet. Also, wie gesagt, also, sobald ich mal irgendwann meinen Granowitz-Kramor zur Auflockung bekomme. Ja. Und deine Giftspitzen wechseln. Die haben mich im ersten Kampf schon weggeknödelt, halb. Und diesmal haben sie mich. Du hattest sogar was dabei gegen meine Entry-Hazards. Nee, wenn ich das dann irgendwann mal habe auf meinen Granowitz. Ach so, okay. Ich hab's noch nicht, ich hab's noch nicht dabei. Leider. Verstehe. Ja, natürlich gebe ich Coraidon was von meinem Sandwich. Hat jemand schon mal das eigentlich nicht gemacht? Ja, ich hab's noch nicht gemacht. Man bekommt auch die Fähigkeit, oder? Ja, wenn du es nicht machst, dann sagt das Spiel, oh, willst du wirklich nichts abgeben? Okay, und dann hast du die gleiche Frage nochmal gestellt. Und das passiert halt so lange, bis du dich erbarmst oder bis das Sandwich schlecht ist, weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, dass Pepper das dann macht. Und dann sagt, nee, Pepper, jetzt bin ich aber auf meinem hohen Ross und du gibst ihm ja nicht mal was. Was bist du denn für ein... Ah, Pepper hat ein bisschen mehr gemacht, das ist so ein... In Wirklichkeit ist es doch ein Good Guy, gibt's doch zu. Das ist nämlich für dich, weil du dich so sehr für mich einsetzt, Matze. Oh. Und ganz sicher nicht für dieses Ding, ey. Kampfschling. Nice. Das ist jetzt schon das zweite Herrscher-Pokémon. Ja, genau. Coraidon hat soeben die Reittechnik Wellenreiten erlernt. Und das war mir besonders wichtig, weil das bringt mich zu einem weiteren Pokémon aus meinem Team. Und ja, Pepper, es ist schon wieder stärker geworden. Die Effekte der Geheimgewürze scheint es ja echt unglaublich zu sein. Ja, so ist es. Wäre auch ein Problem, wenn nicht. Wieso? Ansonsten, wenn ihr jetzt schon fertig seid und nichts mehr zu tun habt, könnt ihr auch oben in eure eigenen Caves gehen und eure Folgen entweder schon mal beenden und ich mache hier noch schnell die Cutscene durch. Oder ihr genießt das mit mir. Ist mir egal, ich wollte es nur angeboten haben. Schnüffel. Ja. Ich kann den Trainerkampf noch machen. Das kannst du machen. Mit Soundeffekten von Fass das ja nicht an!
Alter. Nice. Das ist nicht für dich! Also geh ich mal hoch. Ach ja? Geh mit Gott, aber geh. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht laut werden. Vielleicht soll ich langsam mal mit der ganzen... Ja, rück mit der Geschichte raus. Was hast du für einen Dreck am Stecken, du Bastard? Ey. Es ist noch vor um 10, vermutlich. Ich weiß nicht, wann die Leute das angucken. Ein Mastifioso. Aber... Oh. Oh. Ja, gib ihm alles, was du hast. Nimm auch mein Sandwich. Okay, das wird mir weirdly sexual. Ich geh mal weg. Ja, immer gut kauen. So. Diese komischen Soundeffekte, die hört ihr jetzt ab jetzt nur noch in Matzes Folge. Also wenn ihr irgendwie noch ein bisschen Cringe haben wollt, dann schaut da gerne mal rein. Wir sind auf jeden Fall fertig für diese Folge hier. Sie war ereignisreich und sie war eigentlich, oder hat mich auch ein bisschen vorangebracht. Wir haben den Arena-Kampf geschafft und wir haben immerhin 50% der Kämpfe gewonnen. Der Kampf gegen Matze war halt echt spannend, muss ich sagen. Und ich war mir echt nicht wirklich sicher, ob ich das... Oder ich war mir zwischenzeitlich wirklich tatsächlich relativ sicher, dass ich den Kampf am Ende gewinnen werde. Aber am Ende stand ich mir selber im Weg, weil ich mir nicht gemerkt habe, dass er noch sein Lokroko hat. Das Feuer-Pokémon, was gegen mein Team leider echt stark ist. Wo ich mir noch ein bisschen was überlegen muss.